ihr Fortnite-Fans da draußen, ich bin... Für Gamerholics TV. Und mit riesigen Schritten nähern wir uns endlich dem heiß ersehnten Map-Update. Nicht nur Streamer und Influencer und YouTuber und wie sie alle heißen, finden das toll und freuen sich drauf, sondern auch die Community feiert. Und auch wir haben 100 Rentner gefragt, was haltet ihr denn vom Map-Update? Ja, und jetzt ihr. In der Version für Blinde auf Russisch nachvertont. Krasse Musik. Random City im Überflug. Random Bäume. Blick auf Minen. Wir kennen, dass im Hintergrund ein Lama gebaut wird. Das Hotel. Ein aufstrebender junger Mann, der sich aus dem Himmel stürzt. Ein völlig verrückter Random, der nichts trifft. Schusswechsel. Ein 10-Jähriger, der Hai Hannes schreit und einen Turm in die Luft jagt. Weltmeisterschaft 1954. Das war das Map-Update von Fortnite Battle Royale. Dankeschön. Das, meine Damen und Herren, sind die ersten Bewegtbilder zum neuen Map-Update. So langsam wissen wir, worum es geht und wir wissen auch, was Sache ist, aber das nochmal in Bewegtbilder zu sehen, ist richtig nice. Vor allem sieht man hier in Tilted Towers besonders gut, wie die Häuser aufgebaut sind. Wirklich über mehrere Etagen, man hat viel mehr Möglichkeiten zu agieren und auch viel geilere Sniper-Positionen, was natürlich durch die Höhe der Gebäude bedingt ist. Hier zum Beispiel in Gelb die Sniper-Position des Turmes auf der linken Seite, fast schon wie ein Minarett oder der Big Ben. Wenn du einen Sniper hast, hast du von dort natürlich super gute Positionen und die Stadt wird am Anfang überlaufen sein, richtig krass. Dasselbe auf der anderen Seite gespiegelt, von dort hat man auch ein ziemlich krasses Schussfeld, also auch die Möglichkeiten, sich dann da hochzubauen, werden sehr interessant, weil man jetzt viel mehr bauen muss, um dann da hochzukommen aufgrund der Höhenunterschiede. Und generell verspricht es hier sehr viel Spawnpoints für Waffen und natürlich auch für Kisten und auch, ich freue mich einfach auf die Gefechte. Schön auch, dass Shifty Chefs tatsächlich die Minen sind, ich war mir ja unschlüssig im letzten Video, hier ist die Gewissheit, Shifty Chefs sind die Minen und wir sehen auch, dass wir wirklich auch tatsächlich unter die Erde gehen. Das wird vor allen Dingen richtig ätzend, wenn die Zone in diesem Gebiet am Enden ist, weil wir dann auf mehreren Leveln nicht wissen, wo der Gegner ist. Sonst hat man immer, man ist auf der Oberfläche und guckt im Himmel, ob er über ihn ist oder irgendwo wird er schon sein, wo eine Basis ist. Aber hier unter der Erde, oh, das kann schon richtig bedrückend werden. Interessant wird auch sein, ob man an zwei verschiedenen Punkten aus der Mine wieder rauskommt oder ob das eine Sackgasse darstellen wird. Auf jeden Fall durch die Enge sind Granaten und Granatenwerfer, Raketenwerfer Gold wert da unten. Hier nochmal das Motel, das sieht ziemlich verranzt aus tatsächlich. Es ist am Anfang gar nicht so rausbekommen. Hier richtig vermodelt mit kaputtem Dach. Auf einer Ebene tatsächlich Dach und Suites und ansonsten so, wie wir es kennen. Für mich aber immer noch eine Empfehlung, denn immer wenn ich dort morgens gefrühstückt habe, wollte ich immer das... Feuchtkäse doppelt vom Endstück. Ja, das kann ich empfehlen. Feuchtkäse. Hier sehen wir den Schrottplatz mit dem Boneyard-Schild und da sind zwei Sachen sehr interessant. Und zwar, der Schädel des Hundes bewegt sich tatsächlich auf und zu. Die Frage ist, ist das jetzt hier nur Animation-Set aus diesem Render-Trailer oder werden wir mehr Animationen auf der Map sehen? Erwähnenswert ist hier natürlich auch das Lama, was hinten mit Eisen gebaut wurde, für denjenigen, den es entgangen ist. Da, siehst du, hinten links. Links oben, da steht einfach ein Lama. What the fuck? Und das hier ist wahrscheinlich Haunted Hills oder Friedhofzone, eins von beiden. Auf jeden Fall ist hier wirklich sehr stimmig und natürlich auch passenderweise bei Nacht aufgenommen. Wir sehen hier natürlich weitere Konfliktsimulationen in Fortnite Battle Royale, aber hier erwähnen wir natürlich und das stimmige Setting vor allen Dingen zu erwähnen. Und dieser Satz macht null Sinn. Aber was ist denn das hier? Ein Fußballstadion? Indoor-Fußball? Oder ein richtiges Fußballstadion oder so? Ein Platz, den man bespielen kann? Und was ist das? Eine Explosion beim Tor wie bei Rocket League? Ist das jetzt wirklich hier nur ein Design-Thing für den Trailer? Weil ich würde es so mega feiern, wenn man hier wirklich spielen könnte auf der Map. In Custom-Matches, das Spiel im Spiel wäre so cool und würde für mich, für meine absurden Dinger, die man auf Bruchköpel machen könnte, nochmal eine ganz neue Dimension erzeugen an völliger Bescheuertheiten. Und diese ganzen Infos kann nur bedeuten, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Map da ist und wir sind alle mega gehypt und die Musik geht an. Wenn du Bock hast, dann lass doch ein kleines Däumchen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, Alter. Pumpt mich diese Mucke auf. Mega nice. Yo. Und dann bestellen ich immer Feuchtkäse doppelt vom Endstück.